Das ist die letzte Chance, um eine riesen Passfahrt zu machen. Ich nehme die Herausforderung an, 10 Pässe in einem Tag zu fahren. Es ist morgen um 5:50 Uhr ungefähr, also knapp 6 Uhr. Ja, das ist eine 12-Stunden-Fahrt. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. 10 Pässe in einem Tag. Dazu brauchen wir natürlich auch ein schönes Auto. Nehmen wir den Honda da hinten. Ich hoffe, dass wir bei Sonnenaufgang auf dem ersten Pass sind. Welchen erfahrt ihr dann später im Video und die genaue Route natürlich auch. So, es ist jetzt genau 6 Uhr. Ich war noch kurz auf der Bank. Muss ja natürlich Cash dabei haben, wenn wir eine große Passfahrt machen. Wir nochmals 10 Pässe an einem Tag. 6 Uhr Start. 12 Stunden Fahrt ungefähr. Eine richtig geile Vollmondnacht war das. Ich konnte schon gar nicht richtig schlafen. Jetzt geht's zum ersten Pass, nämlich Rotenturm Sattel. Das zählt gemäß Wikipedia auch als ein Pass. Dort fahren wir jetzt rüber und dann sehen wir uns dann gleich später auf einem richtigen hochalpinen Pass, nämlich dem Sustenpass, wo ich auf den Sonnenaufgang hoffe. Also das ist jetzt der Vollmond. Wir sind jetzt in Rotenturm, Kanton Schwyz. Ich weiß nicht, wo offiziell der Pass sein soll. Also hier ist Rotenturm, Sattel folgt dann gleich als nächstes, aber das ist dann schon wieder ein bisschen weiter unten. Jetzt kommen wir runter Richtung Satteldorf. Somit, ja, gleich hier kommt das Ortseinfahrtsschild Sattel. Hoffe, das hätte man jetzt sehen können auf der Kamera. Somit haben wir dann die erste Station oder den ersten Pass gleich durch. Wir sind in Wassen angekommen. Eine kleine Toilettenpause musste leider sein. Jetzt geht's hoch zum Sustenpass und wie ihr seht, ist es schon hell, aber die Sonne ist noch nicht draußen. Ich hoffe da immer noch auf den Sonnenaufgang auf dem Sustenpass. Wassen, Kanton Uri, die berühmte Kirche von Wassen. Zug fährt darüber. Die Kirche wurde berühmt wegen der Zugstrecke, weil sie halt durch die diversen Kehrtunnels, die Höhe überbrücken, zur Berühmtheit wurden, weil man ja eben das durch die Kehrtunnels die Kirche sehr oft sehen konnte auf der Zugstrecke. Ja, da wird gerade Milch verladen. Es ist 7:15 Uhr und hier geht es zum Sustenpass. Gotthardstrecke war erstaunlicherweise noch frei. Da gab es noch keinen Stau Richtung Gotthard hoch. Spitzkehren. Grad Öltemperatur bei einer
Außentemperatur von 11 Grad. Doch. Öltemperatur, Wasser 91. Dann müssen wir ihn dann oben ein bisschen auskühlen lassen. Respektive die letzte Gerade. Oh, schaut doch schon mal diese schöne Wolken oder diese Aussicht an. Skilift in 300 Metern. Ja, ich weiß nicht, ob dieser Pass im Winter überhaupt bis hier oben befahrbar ist, dass man zum Skilift gelangen könnte. So, jetzt müssen wir hier ein Plätzchen finden. Der Sonnenaufgang ist kurz bevor, also eigentlich da drüben ist er schon. Wunderschöne Stimmung hier auf dem Sustenpass. Da drüben sieht man schon, wie die Sonne durchdrückt.
Auf dem Grimselpass endlich angekommen, ist hier schon das schönste Wetter, zauberhafter Sonnenschein. Hier ist die Grenze zwischen Bern und Kanton Wallis. Hier geht es dann weiter Richtung Süden, Richtung Nuffenenpass. Alles zu filmen ist leider nicht möglich, weil die Batterien und Speicher würden einfach nicht ausreichen, um 12 Stunden alles durchzufilmen. Aber wir sehen uns dann gleich wieder auf der Straße.
Wir sind am Nuffenenpass angekommen. Hinter mir ist der Hospiz, das Restaurant. Hier ist die Grenze zwischen Wallis und Tessin. Hinter mir jetzt das sonnige Wallis. Die Sonne scheint da rüber. Hier hat es gerade so eine Wolke. Aber das Wetter ist trotzdem traumhaft. Das ist frisch natürlich in den Bergen, aber es ist wirklich trocken und wunderschönes Wetter. Beste Bedingungen für eine solche Passfahrt. Hier gibt es jetzt nochmals einen kleinen Snack, eine Verpflegung und dann geht es dann weiter Richtung Tessin und dann San Bernardino Pass. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder am nächsten Ort. Jetzt haben wir gerade die Grenze nach Tessin überquert, also Kanton Tessin. Jetzt ist die Sonne richtig draußen, es hat richtig Temperatur gekriegt. Auch wenn es jetzt immer noch draußen ist, auch gerade, aber in der Sonne fühlt es sich natürlich viel wärmer an. Benvenuti in Ticino! Jetzt gibt es wieder mal Innenansicht. Kamera wieder aufladen, die Batterie ist wieder voll. Ja, wir haben doch halt noch einige Pässe vor uns. Das ist jetzt sozusagen der vierte Pass. Wir haben bis jetzt ja Sattelpass, Sustenpass, Grimsel, Nuffenen, das war jetzt der vierte. Jetzt sind noch einige, also 6 Stück vor uns. Der nächste wird der San Bernardino sein. Das ist die nächste Gelegenheit, also der nächstgelegene Pass. Natürlich könnte man auch über Gotthard wieder hochfahren, aber das würde dann bedeuten, dass man über Oberalpass und Lukmanier oder so eine Runde machen würde. Und nehmen halt gemäß Google Maps schon noch massiv mehr Zeit in Anspruch, als wenn ich jetzt direkt hier dann Autobahn Richtung San Bernardino mich bewege. Ui, hier hat auch jemand Reifen liegen lassen. Baustelle. Danach sieht es wieder schattig aus. Wir sehen uns dann an einem nächsten spannenden Ort. So Leute, wir sind jetzt am Fuß vom San Bernardino Pass. Wir haben das Dorf San Bernardino durchfahren und jetzt geht es hoch auf den Pass, weil ich mag nicht so durch die Tunnels fahren. Also wir wollen ja auch eine Passfahrt heute machen. Aber es ist wirklich genial, wie schön und wie viele sag mal, ich liebe diese Nadelbäume hier und das ist richtig, richtig geil, diese Straße hier über den Pass und nicht einfach nur durch den Tunnel, was man da sonst immer macht. Und ja, es geht jetzt rauf auf den San Bernardino Pass.
Hammerwetter, sage ich da nur, auf dem San Bernardino Pass. Wunderschöner See und schaut euch mal, wie viele Steinfiguren die hier hingebaut haben. Jeder Tourist oder Wanderer, der hier hochkommt, kann, oder wer Lust hat, kann hier solche Steinfiguren machen. Es ist üblich in den Alpen, dass man das macht, aber einfach wer Lust hat natürlich, ist kein Muss. Aber schaut doch mal an, was hier alles gebaut wurde. Das ist echt schon heftig, wenn ich mir so rumdrehe. Und das Wetter ist einfach nur genial. Man hätte es nicht besser wählen können. Es ist jetzt auch sogar über 20 Grad an der Sonne, obwohl wir hier über 2000 Meter über Meer sind. Ich weiß jetzt die genaue Höhe nicht auswendig, aber es ist einfach der Hammer. Somit haben wir die Hälfte der Strecke, also 5 Pässe erreicht, aber die waren jetzt, also respektive Nuvnenpass und San Bernardino, die waren jetzt die, die am weitesten auseinander lagen, distanzmäßig. Und ja, wir fahren jetzt weiter Richtung Graubünden, Engadin. Die nächste Station ist dann auf den Splügenpass und dann Richtung Chiavenna runter nach Italien. Also bleibt dran.
Ja, der Splügenpass liegt jetzt hinter uns. Wir sind bei Chiavenna auch vorbei. Ich wollte da eigentlich zu meiner Lieblingspizzeria Muja etwas essen gehen, aber da ich schon Sandwiches dabei hatte und die Zeit jetzt knapp wird, bin ich direkt durchgefahren. Jetzt bin ich hier in einem kleinen Park, zwei, drei Dörfer weiter oberhalb von Chiavenna, und es gibt hier eine wunderschöne Parkanlage mit Fluss und einem traumhaften Wasserfall. Auf jeden Fall lohnenswert, wenn man von Chiavenna wieder weiter Richtung St. Moritz über den Maloja Pass fährt, ist dies ein traumhafter Ort, um eine Pause anzulegen. Man sieht schon den Fluss und den Wasserfall und ein hoffentlich ersichtlich auf der Kamera einen traumhaften Regenbogen vom Wasserfall ausgelöst. Schaut euch das an, ist das nicht geil? Ein traumhafter Wasserfall. Ich hoffe, den Regenbogen kann man auch sehen. Und hier kann man wunderschön verweilen und im Sommer auch baden. Ja, ich muss jetzt gleich weiter, weil sonst wird es schwierig. Es ist schon nach 15 Uhr und wir haben noch diverse Pässe vor uns. Splügenpass ist jetzt Geschichte und jetzt kommt Maloja und dann Julierpass. Also bis dann im Wagen. Da hinten war der Maloja-Pass. Wir sind jetzt
auf der Engadiner Höhe. Und ja, leider gibt es beim Loja immer sehr viel Verkehr, deshalb lässt es sich dort nicht schneller fahren, aber es ist trotzdem eine traumhafte kleine Strecke dort. Jetzt vom Engadin geht es weiter zum Julierpass, dann Albula und dann weiter Richtung Flüelerpass. Und dann sind wir dann schon bald am Ende dieser Tour, aber es dauert trotzdem noch ein ganzes Stück. Also ich muss weiterfahren, bis bald im Auto. So, nachdem auf dem Julierpass ziemlich viel Verkehr war, bin ich jetzt in Tiefenkassel noch zur Tankstelle, habe den Wagen vollgetankt, noch was zum Essen geholt und jetzt geht's Richtung Albula Pass wieder zurück ins Engadin und von dort hoffe ich mal dann mit weniger Verkehr zurück über Flüeler Pass nach Davos und dann haben wir die 10 Pässe vollgefüllt oder respektive erreicht, aber warten wir es ab. Bis dann!
Ja, auf dem Albula Pass angekommen. Es ist bald Sonnenuntergang hier oben. Wir sehen hier das Hospiz. Und ja, hier esse ich jetzt noch mein Sandwich und dann geht es in die Richtung weiter Richtung Engadin. Also ich muss vorwärts machen, solange ich noch ein bisschen Sonne kriege. Wow, wir sind auf dem Flüla Pass angekommen. Hier ist es schon am Eindunkeln, aber es ist immer noch ein bisschen hell. Ich verweile auch nicht lange hier, weil ja, ich noch den Rest von der Straße filmen möchte, solange es geht. Und ja, nur zum kurz anschauen. Hier gibt es zwei schöne kleine Seen. Das ist übrigens der Pass, wo Turbogockel rübergefahren ist in seinem Schweizer Ausflug. Gute Wahl, aber es gibt natürlich noch Dutzende weitere Pässe. Kannst du ja gerne mal jetzt das Video oder andere Videos von mir anschauen. Ja, jeder Pass hat seine schönen Seiten natürlich. Ja, also es geht weiter nach Davos.
Wow, jetzt haben wir die Route abgeschlossen. Es war wirklich die letzte und beste Chance, diese Tour dieses Jahr zu machen, weil bis Mitte Oktober, also sprich die zwei nächsten Wochen, habe ich alles schon Termine und dann, ja, Mitte Oktober kann es natürlich überall Schnee geben, also einzelne Pässe werden natürlich offen sein, je nach Wetterbedingungen, aber dass alle 10 funktionieren an einem Stück, das bezweifle ich stark. Jetzt der große Hammer, wir sind, wie wir gesehen haben auf dem Video, den 11. Pass gerade gefahren, der nämlich der Davos-Wolfgang-Pass. Der gehört ebenfalls zu den Pässen dazu. Das habe ich auch erst später noch, wo ich die Route genauer durchgeschaut habe, herausgefunden. Also wir haben nicht nur 10, sondern 11 Pässe an einem Tag durchgefahren. Und es ist jetzt 20 vor 8. 12 Stunden reine Fahrzeit und etwas Pausen, Essen und so weiter. Noch 2 Stunden dazugerechnet. Also, ja, die Rechnung ging auf, das Licht war jetzt auch gerade knapp am Ende, aber ich finde es geil, dass es funktioniert hat und ja, das ist bestimmt ein Highlight von diesem Jahr 2023. Also wir sehen uns in einem nächsten Video, subscribe oder abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann, tschüss!